Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einem 2-Wochen-Blick hier für dich. Was kommt ab dem 3.8. bis zum 16.8.2020 auf dich zu? Bevor ich hier starte, noch ganz kurz die Mitteilung, was ich in den Tagesbotschaften schon erwähnt hatte. Privatanfragen sind jetzt bis zum 7.8. gestoppt. All diese, was jetzt eben noch reingeht, was gebucht werden möchte, wird dann ab dem 7.8. bearbeitet. Das kannst du einmal für dich schon mal vormerken. Es sind schon einige Termine vergeben bis dahin. Das einmal zu den Privatlegungen. Bevor ich hier starte, vielen lieben recht herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch. Ein riesengroßes Dankeschön. Ich starte jetzt für dich. Alle Kartendecks findest du in meiner Infobox. Sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, findest du auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen.
So, mein Lieber, ich schaue jetzt einmal auf deine Themen, was kommt ab Montag, den 3.8. auf dich zu, wo dann eben auch der Vollmond ist. Welche Themen haben wir hier? Hier haben wir einmal die Situation, dass hier eine Blockade stattfindet. Ja. Hier geht es um Blockaden zu lösen. Du wirst nochmal jetzt bewusst auch in dieser Vollmondphase und zur abnehmenden Mondphase in dieser Woche gebeten, Dinge, die dir wirklich nicht mehr dienlich sind, ja, was in den vergangenen Tagen auch immer und immer wieder auch stark präsent war, das jetzt endgültig eben auch loszulassen, dass hier gewisse Blockaden sind, die man sich selbst nicht eingestehen möchte, ja. Und hier geht es bewusst um die Entscheidung, dass man hier wahrnimmt, was man sieht, dass man in die Erkenntnis geht, was man nicht sehen möchte. Da mal genau hinzuschauen, ja, was darf hier heilen, wo sind hier gewisse Dinge, die man in der Vergangenheit eben auch nicht beachtet hat, aber die jetzt gravierend zum Vorschein noch einmal kommen, zu dieser Vollmondphase. Bewusst auch dich um dich selbst zu kümmern. Du hast dich ja hier bewusst entschieden, etwas besser zu machen, dass Neues entsteht. Ja, jetzt bekomme ich hier die Energie sehr stark, dass etwas Neues entstehen möchte, aber dass die Situation bei dem einen oder anderen noch nicht so weit ist, aufgrund gewisser Hindernisse. Und das sind die Blockaden. Ja, und das könnte bei dem einen oder anderen hier bewusst sein, sich selbst hier gravierend im Weg zu stehen. Und da bittet die Karte hier nochmal genau hinzuschauen, dass du dich ja im Grunde genommen hier für etwas entschieden hast. Ja, das bekomme ich auch bewusst für ein vergangenes Leben. Hier geht es um einen Seelenvertrag. Du hast dich bewusst in der Vergangenheit für etwas entschieden und darfst es jetzt umsetzen. Denn wir haben hier die Manifestation, meine Gedanken erfolgt zeitlich verzögert. Also schau hier bitte, was manifestierst du hier gerade? Ja? Vielleicht sind es noch gewisse Dinge, die vielleicht frustrierend sind, wo du wütend bist, wo du verärgert bist. Denn hier zeigt sich ja ganz stark die Blockade. Ja? Was möchtest du nicht sehen? Warum willst du nicht hinschauen? Hier geht es mehr oder weniger auch um das Spiegelbild, etwas sich anzuschauen. Ja? Etwas sich bewusst werden. Was hast du hier denn manifestiert? Und die Manifestation kannst du von Minute zu Minute ändern, ja? Dass das Gesetz der Resonanz darauf reagiert, auf deine Stimmungen, auf diese Schwankungen. Ja, hier bekomme ich energetisch sehr stark diese Dinge rein, die einfach nicht mehr stimmig sind, ja? Wir haben die Erde ist eine großzügige Umgebung für die Feinabstimmung deines Wissens. Denn hier finden deine Gedanken nicht sofort eine Entsprechung. Deine Gedanken unterliegen einer zeitlichen Verzögerung. Würdest du übergangslos manifestieren, würdest du mehr Zeit damit verbringen, deine Fehler auszubügeln, als damit das zu erschaffen, was du dir wünschst. Ja? Und hier geht es wirklich darum, dass du bewusst dir mal anschauen solltest, wie du deine Wünsche äußerst, wie du deine Wünsche an das Göttliche, das Universum abgibst. Ja? Bist du vielleicht frustriert? Bist du verärgert? Gehst du nur dann in deine Wünsche oder in die Gebete, wenn es wirklich auch brenzlig ist? Mehr, wenn du in einer Situation bist, wo es nicht mehr weitergeht? Oder bist du tagtäglich in den Gedanken der Dankbarkeit? Das ist ganz, ganz wichtig, hier nochmal zu schauen, was du dir wünschst, wie du dir etwas wünschst. Folgedessen könnten hier noch mehr Blockaden kommen. Ja? Was das Wünschen anbelangt, hast du die Sehnsucht, dass du mit deinem Seelengefährten in die Verbindung trittst, ja, dass er oder sie auf dich zukommt, dann wähle bitte immer deine Wünsche so, als sei es schon so. Ein Beispiel jetzt hier, dass du dir sagst, dir geht es nicht gut und das manifestierst du über den ganzen Tag hinüber. Ich bekomme ja viel mit den Energien diese Frustrationen, ja, wieso ist er gerade nicht hier, wieso ist sie gerade nicht hier. Diese Verzweiflung, ja, die bekomme ich hier sehr stark, was aber auch wichtig ist, dass die hochkommt, für den einen oder anderen, dass man die Dinge eben auch heilt, damit man sich die Dinge anschaut. Ja, was wir hier haben mit der Situation, dass man sich bewusst anschauen sollte, hier in den Spiegel schauen sollte. Ja, was verdrängst du denn eigentlich die ganze Zeit? Und das sind die Themen, die ich hier eben sehr, sehr stark bekomme und was die Wünsche beinhaltet, dass du eben in dieses Bewusstsein kommst, genau darauf achten solltest, was du denn hier gerade manifestierst. Ja, ist es Frustration und Ärger oder ist es eher das Beglückende, wo du hin möchtest? Und du möchtest ja in dein Glück, du möchtest ja in die Zufriedenheit, du wünschst dir ja keine Frustrationen aus der Vergangenheit. Ja,
Und das darf man hier nochmal anschauen. Das bekomme ich als äußerst wichtig. Des Weiteren haben wir König Raphael. Hier geht es um eine männliche Person, männliche Energie, kraftvolle Energie. Es ist irrelevant, wie du hier schaust. Es hat sich hier die männliche sowie die weibliche Person gezeigt. Solltest du von Frau zu Frau schauen, Mann zu Mann schauen, bitte ich dich diesbezüglich einmal umzudenken. Und hier geht es um Warmherzigkeit, ja, dass du mehr Wärme in dein Herz bringst, etwas rausgehst aus der männlichen Energie, ja, dass du mehr ins Zulassen gehst. Hier wirst du einer Person begegnen, die sehr, sehr warmherzig ist, großzügig ist. Es könnte eine Person auch in behördlichen Dingen sein. Ja, vielleicht ist das auch gerade dein Seelenpartner, dein Wunschpartner, der hier er oder sie ehrenamtlich tätig ist. Zumindest ist in dieser Woche so eine Person für dich von absoluter Wichtigkeit. Ja, eine unterstützende Person steht an deiner Seite. Sie ist sehr, sehr kultiviert und anerkannt. Ja, du kannst ohne Angst vertrauen. Die Fähigkeit, viele Dinge auf einmal zu erreichen. Folge deinen kreativen Leidenschaften. Also wenn hier eine Situation, stark auch im Beruflichen, weil wir hier die Biene haben, ja, dass hier eine Situation ist, was dich belastet, wo du viel Stress hast. Schau, dass du trotzdem in deiner Positivität bleibst und dankbar für das bist, was gerade geschieht. Und irrelevant, für was es gerade ist. Ja, auch für Negativitäten, diese kannst du dankend annehmen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen hier etwas unverständlich, aber das ist im eigentlichen Sinne des Prozesses. Ja, dass alles, dass das Göttliche, das Universum deinen Weg kennt und dieser Weg dir geebnet wird. Ja, und dir wird es so leicht wie möglich dann auch gemacht, wenn du erst einmal in der Situation bist, der Manifestation, ja, dass du Bewusstsein, dass du analysiert hast, wo es hier geht. Ja, ich bekomme auch diesen wunden Punkt, diesen wunden Schmerzpunkt in dir, dass du dir diesen jetzt nochmal ganz genau anschauen darfst. Und vor allem solltest du keine Angst haben. Vertraue hier bitte. Habe keine Angst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Diese Blockaden können sich nur dann auflösen, wenn du aus der Angst rausgehst, ja, denn du ziehst ja mehr und mehr in dein Leben davon, indem du das ja täglich so manifestierst, ja, Ärger, Frustrationen, mangelnde Finanzen, mangelnde Fluss der Liebe, ja, das sind all diese Themen, die dich dann mitunter eben so beschäftigen, ja, der eine oder andere stürzt sich dann bewusst auch in die Arbeit, aber hier sagt das Göttliche, das Universum, vor allem diese starken Energien jetzt nochmal in diesen zwei Augustwochen, dass es jetzt an der Zeit ist, sich eben nicht mehr in andere Dinge zu stürzen, sondern sich bewusst zu werden, was man eigentlich möchte und was man in der Vergangenheit nicht gesehen hat. Das sind die Hauptenergien. Das intensive Leiden schadet dir. Du schadest dich hier nur selber, indem du verärgert bist, frustriert bist, indem du das Ganze, währenddessen du dieses Energiefeld um dich aufbaust, ja, diese Wut, das Ganze, was du angestaut hast in dir, dementsprechend spiegelt sich das natürlich tagtäglich in deinem Umfeld, ja, bei der Arbeit, in der Partnerschaft. Also es spiegelt sich. Du wirst dann genau mit solchen Menschen konfrontiert, die dann verärgert sind, frustriert sind. Und das sind bewusst Themen. Warum geschieht das? Weil du dir das jetzt eben anschauen darfst. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal die weibliche Person und wir haben den guten, reichen Herrn. Ich zeige dir das einmal hier in die Kamera, lege die Karten dann auch hier hin. Hier geht es um eine Person, das könnte jetzt dein Wunschpartner sein, Autoritätsperson, jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Vielleicht hast du es auch hier mit jemandem zu tun, mit behördlichen Dingen, was hier stattfindet bei dir. Hier geht es um eine Veränderung, es geht um etwas Neues, es möchte etwas Neues beginnen, aber erst eben, wenn diese Situation abgeschlossen ist, ja, wenn das nochmal angeschaut wird und von dir dann auch intensiv dann bearbeitet wird. Wir haben hier die Gerichtsperson und wir haben das Gericht, entschuldige bitte, und wir haben hier den Brunnen. Und es heißt ganz klar, dass jetzt eben die Situation ist, wo du nochmal tiefer rein katapultiert wirst, um dir deine letzten Themen auch dann eben noch anzuschauen, ja. Ich bekomme mit den Energien, dass hier gewisse Impulse sind, dass der eine oder andere sagt, wann bin ich denn eigentlich fertig? Oder ich dachte, ich wäre schon fertig. Selbst dann, wenn eine Zusammenführung stattgefunden hat, bist du nicht fertig mit dem eigentlichen Prozess. Ja, es geht immer weiter und immer weiter. Es geht Stufe für Stufe, wenn du dich einmal dafür entschieden hast, für diesen Prozess an sich, diesen zu gehen. Es ist ja dein Seelenweg, ja.
Und es ist ja nicht nur die Entscheidung, dass du mit deinem Seelenpartner, Wunschpartner zusammenkommst, sondern da gibt es ja noch viel mehr. Ja? Automatisch wirst du wissbegieriger und möchtest weiter und weiter und weiter. Da gibt es mehr oder weniger kein Limit, keine Grenze. Ja? Weil du wächst tagtäglich, du wächst jeden Monat und du wächst jedes Jahr auf deine eigentliche Art und Weise. Und das ist jetzt ganz präsent hier in diesen 2 Wochen, das bekomme ich hier so, dass man sich bewusst eben diese Themen dann nochmal anschaut. Ja? Eine Begegnung findet hier statt. Ich bekomme auch stark, dass du mit diesen Menschen eben zu tun hast. Das kann jetzt ein Rechtsanwalt sein, das könnte ein Coach sein, ein Mentor sein. Wir hatten ja das Berufliche hier, die Situationen, die eben stattfinden. Hier zeigen sich dann auch nochmal in einer Dreieckskonstellation oder eben in einer Partnerschaft gibt es hier Themen, wo eben jemand in einer Verbindung ist. Was zeigt sich hier? Wir haben die Veränderung in der beruflichen Situation. Hier möchte vertraglich etwas für dich stattfinden. Nur ist die Frage, bist du eigentlich bereit dazu? Ja, jetzt bekomme ich hier bewusst, dass hier noch Fragezeichen sind. Bist du bereit dazu, diesen Vertrag einzugehen? Ja? Wo sind denn hier noch Dinge, die dich nicht zufriedenstellen? Ich bekomme sehr stark bei dem einen oder anderen so die Situation der Unzufriedenheit. Irgendwas ist nicht passend. Irgendwie an Details wird hier noch was bemängelt. Ja, das kannst jetzt du sein, das könnten aber auch Menschen sein, mit denen du zusammenarbeitest. Ich sag dir hier, es sind die Dinge, was dein Energiefeld umgibt. Denn wir haben ja hier die Ehestandskarte und wir haben hier die männliche Person. Ich deute beide Wochen miteinander zusammen. Hier kann es sein, für den einen oder anderen, ich bekomme hier mehrere Szenarien, dass du mit deinem Gegenüber zusammenarbeitest. Er aber wiederum in einer Partnerschaft ist. Ja, dass du hier eine Begegnung hast, so eine Situation bekomme ich. Es kann aber auch sein, dass du mit diesen Menschen schon interagierst. Des Weiteren sehe ich hier eine Situation, dass man rausgeht aus einer bestehenden Partnerschaft, dass man in eine Veränderung möchte. Und das hat man fest manifestiert, fest verankert. Nur hier sind noch gewisse Themen, wo einem Steine in den Weg gelegt werden, wo die Blockaden eben jetzt geschehen, um sich das nochmal, die letzten Blockaden dann eben auch anzuschauen. Ja, das zeigt es mir ganz klar in der Veränderung. Berufliche Veränderung ist hier zu sehen, all das, was ich schon sagte. Hier stehen dir Möglichkeiten offen. Es kommt jetzt auf dich an. Ja, ich sehe hier eine Situation, dass jemand seine Chancenmöglichkeit nicht wahrnimmt, aufgrund dessen, weil hier eben noch Situationen sind, die man sich anschauen darf. Ja, denn wir haben hier die Situation, die Armut, und eben die Skepsis, die Zwiespältigkeit. Man wiegt ab. Soll ich nicht? Kann ich nicht? Möchte ich überhaupt? Ja? Solche Themen bekomme ich hier, weil sich hier eine Situation zeigt der Frustration. Jemand ist hier unzufrieden und zwar unzufrieden mit sich selbst. Denn im Außen bieten sich Möglichkeiten, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Denn du hast ja hier mit der eine Begegnung mit einer Person. Und diese Person möchte dir entgegenkommen. Beruflich, es kann sein, dass du vielleicht hier aufgrund der vergangenen Monate hier deinen Job verloren hast und jetzt bietet sich aber eine neue Möglichkeit, ja. Aber jetzt bist du in der Unzufriedenheit. Es kann natürlich alles für dein Gegenüber sein. Schau jetzt bitte auf dich. Bekomme hier eine Person, das kann sich auch im Familiären zeigen, ja. Es kann dein Partner sein, das kann sich im Freundschaftlichen zeigen, wir haben hier auch den Hund. Ich bekomme die Situation, dass man hier eben abwägt. Diese Unzufriedenheit, ja. Du bekommst hier eine große Möglichkeit geboten. Das hast du ja auch in der Vergangenheit gewollt. Das hast du hier so manifestiert. Und letztendlich möchtest du das aber nicht mehr, ja. Weil du mit dir selbst nicht zufrieden bist. Oder die Person, mit der du es zu tun hast, ist selbst in der Unzufriedenheit, ja. Und das spiegelt sich da ganz klar eben im Außen wieder. Bekomme ich hier nicht nur Negativitäten, das sind die Hauptenergien, die ich dann eben auch bekomme. Du hast hier wirklich absolut die Möglichkeiten. Das Negative, was ich hier bekomme, das liegt rein an der Person. Ja, die Blockaden, die stellt man sich hier mehr oder weniger selbst. Vielleicht bist du auch gerade mit jemandem in Verbindlichkeiten, ein guter Freund, eine gute Freundin und hier ist jemand einfach unzufrieden. Ja, weiß nicht, wie er oder sie gerade sein Leben so bewältigen soll. Und das Ganze fällt natürlich auf dich ab. Ja, das heißt, wenn du immer mit Personen so im Kontakt bist, die nicht wissen, was sie wollen, die in der Skepsis sind, in der Zwiespältigkeit sind, ja, das machst du ein paar Wochen, das machst du ein paar Monate, das machst du vielleicht auch ein paar Jahre, aber irgendwann wirst du merken, dass diese Personen dich runterziehen. Ja, das sind die sogenannten Energieräuber, die dir deine Kraft
und deine Positivität einfach rauben. Denn hier geht es jemand nicht gut. Jemand ist hier in der Situation der Armut, was sich hier ganz klar zeigt. Ja, bekomme so die Mittellosigkeit, aber nichts, weil er oder sie in der Position ist aufgrund Schicksalsschlägen. Sowas bekomme ich hier gar nicht, ja. Das ist eine Person, die weiß es einfach nicht besser. Kann auch sein, dass du in dieser Position bist, dass du mit so jemandem eben in Verbindung stehst, in einer Partnerschaft bist und diese Person möchte einfach nicht, ja. Beklagt sich hier immer, wälzt das Ganze auf dich vielleicht noch ab und du kannst hier alles bewältigen. Es ist irrelevant, wie du hier schaust. Das kann sich im Beruflichen zeigen, das kann sich in der Partnerschaft zeigen, das kann sich, was ich vorhin schon sagte, ja, im Freundschaftlichen zeigen. Dass hier die Situation ist, dass jemand einfach nur immer schlecht drauf ist, sich nicht gut fühlt und das färbt letztendlich ab. Bei dir, bei euch, je nachdem, wie du hier schaust. Da sehe ich hier ganz klar in dieser Situation, dass jemand auch so in deiner Abhängigkeit ist. Ja, dass jemand abhängig von dir ist. Was das Finanzielle beinhaltet, was die Häuslichkeiten beinhaltet, was deine Energie beinhaltet. Ja, mit so jemandem wirst du es hier, wenn du damit in Resonanz gehst, in diesen 2 Wochen eben zu tun haben, insbesondere in diesen Tagen. Ja, hier zeigen sich aber noch mehrere Personen und ich gehe dann auf verschiedene Themen dann eben auch ein. Vielleicht bist du das auch hier, ja, dass du gewisse Dinge hast und eben frustriert bist, weil gewisse Themen sind, womit du jetzt gerade nicht so gut umgehen kannst. Ja, wir haben hier die männliche Person und wir haben die Krankheit. Und hier zeigt sich, dass man sich Sorgen macht. Wir haben hier den guten Herrn und man macht sich hier Sorgen über eine Person, der es eben nicht gut geht. Das kann der Vater sein, das kann ein Onkel sein, das kann der Bruder sein. Es ist eine Situation, worüber du dir Sorgen machst, ja, oder dein Gegenüber sich Sorgen macht. Hier kann aber auch jemand ganz bewusst in einer Abhängigkeit sein. Ja, dass du diese Person sich hier eigentlich aus seiner Situation nicht befreien kann, ja, immer und immer wieder sich verausgabt. Wir haben hier die Blockade, wir haben ja die Themen der Manifestation und vor allem die Situation, was man sich anschauen sollte. Vergiss bitte immer nicht die Hauptenergien, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der dann eben immer wieder dieselben Ausreden hat. Ja, immer wieder dasselbe. Das bekomme ich hier auch. Das ist das zweite Szenario. Wenn hier keine Situation ist, ja, was ich eben auch bekomme für den einen oder anderen, dass hier jemand krank ist. Ich sehe aber auch ganz klar die Abhängigkeit, die Co-Abhängigkeit, ja. Dass jemand sich auch so verhält und eine gewisse Einsicht, aber nicht zeigt. Was haben wir hier so mehrere Karten rausgefallen? Wir haben die Sorgen. Wir haben den Diebstahl. Wir haben das reiche Mädchen und wir haben die beunruhigende Nachricht. Und hier ist die Situation, dass hier ein Verlust einhergeht. Ja, hier ist ein ganz klarer Verlust zu sehen. Achte hier bitte auf deine Wertsachen, auf deine Gegenstände, wenn du unterwegs bist. Ich bekomme hier auch das Ausland. Hier achte bitte darauf, dass hier eine Situation ist, dass du eine Nachricht erhalten wirst, dass etwas verloren geht, in Verlust gegangen ist. Ich sehe hier auch eine Situation, wo es um einen Verlust einer Person geht. Und jetzt bitte nicht in Aufruhr geraten. Das kommt hier nicht auf jeden. Ich sehe eine Situation, dass dir etwas mitgeteilt wird, dass etwas geschehen ist, dass die Nachricht dich eben erreicht. Also hier bitte ganz besonders aufpassen, wenn du auf Reisen bist oder irgendwo bist. Ja, achte bitte auf deine Wertsachen, achte hier bitte im Allgemeinen drauf. Ja, ich sehe hier eine Situation des Verlustes. Das kann hier auch die Tätigkeit sein. Ich sage dir, hier ist eine Person, da geht es um eine Situation, wo man gewisse Suchtthemen hat. Was ein Kind beinhaltet, solltest du auf einen Ausflug oder ähnliches gehen. Ja, ich sehe hier ein Kleinkind, dann bitte darauf achten, es nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Da ich hier eine Situation sehe, wahrnehme auch, dass man sich hier verläuft oder ähnliches. Also bitte darauf achten. Ja? Ich sehe viel die Situationen, was hier mit der Familie zu tun hat, was hier mit Kindern eben auch zu tun hat. Gewisse Schicksalsschläge, ja, diese auch zu verarbeiten, dass hier eben auch Blockaden sind. Es sind auch vergangene Themen, was ich hier bekomme bei den einen oder anderen, dass eben da Kindheitsthemen sind, die bearbeitet werden dürfen.
Aber wir haben hier die Situation, eine beunruhigende Nachricht. Deswegen, weil ich es hier auch so mit den Energien bekomme, da bitte eben auch darauf zu achten, hier nicht unbeaufsichtigt eben, insbesondere in einem Park oder Ausflug, ähnliches, da bitte darauf zu achten. In Wunschpartnerschaften ist hier eben die Situation, dass hier Blockaden sind. Durch die Themen familiäre Situation, Krankheit, was ich hier sagte, dass hier in den vergangenen Wochen auch drastische Veränderungen waren und eben aber auch Niederlagen, Rückschläge, ja, die einen auch hier gravierend nochmal da in die Themen reingebracht haben. Also schau du da eben bitte auf dich. Dann haben wir hier die Situation am Samstag. Hier geht es um auch mehrere Themen. Ja, hier ist eine Situation, dass man sich immer wiederkehrend in einem Kreislauf befindet. Das könnte jetzt in einer Partnerschaft sein. Das könnte jetzt in dieser Dreieckskonstellation sein. Hier in einer Verbindlichkeit, in einer Ehe, in einer Partnerschaft, wo man hier irgendwo nach einem Ausweg sucht, aber hier eben Sorge hat, Ängste hat. Ja, wie komme ich da raus? Wie komme ich aus dem eigentlichen Thema hier raus? Ja, das sehe ich hier bei dem einen oder anderen wirklich die Situation, den Zusammenbruch, ja, den Zerfall. Also achte hier bitte insbesondere darauf, auf die Energien, auf die Themen, die eben auf dich zukommen. Denn wir haben hier jede Situation, dass sich etwas transformiert. Ich sehe hier auch die Begegnung bei dem einen oder anderen, aber ich sehe auch sehr stark die Blockaden und die Sorge. Ja, das kannst jetzt du sein, das kann dein Gegenüber sein. Hier ist es wichtig, aus diesem ewigen Kreislauf rauszukommen. Ja, ich betone hier nochmal, es hat nichts mit der Thematik zu tun, wo du hier Acht geben solltest, wenn du ein Kleinkind hast oder Kleinkinder eben hast. Ja, es geht rein um die Situation, wo dann eben hier noch Blockaden und Ängste und Sorgen sind. Dass sich wiederholende Schicksalsschläge, dass die eben stattfinden und dass du das Gefühl hast, das ist wie so eine Endlosschleife, ja. Also befreie dich bitte aus dieser Situation. Das bekomme ich für all die, die hier eben, na klar, diese Themen auch haben. Das heißt, wenn man gekündigt wurde, wenn hier eine Niederlage vonstatten gegangen ist oder dein Partner sich getrennt hat, dein Seelenpartner, Wunschpartner, Wunschpartnerin. Also da aus dieser Situation eben jetzt sich auch zu befreien. Ja, das ist einmal ganz, ganz wichtig. Für den einen oder anderen ist hier auch die Situation, dass man Angst hat um die Kinder, dass man das Kind, die Kinder eben verliert. Das sind Sorgerechtsthemen etc., dass da eben noch eine Situation bei dem einen oder anderen stattfindet. Wir haben hier das Liebesglück in der Seelenpartnerschaft, was sich ganz klar zeigt. Wir haben hier die Transformation, wir haben hier auch den Neubeginn, dass sich dein Gegenüber transformiert. Hier haben wir dann auch nochmal die Hauptperson. Ich bekomme immer wieder, dass man in der Vergangenheit hier stark auch befangen ist, war und eben auch im Jetzt, dass etwas wiederkehrend stattfindet, damit man sich die Dinge anschaut. Ja, wir haben hier ganz klar die Situation mit der Karte. Verstecke dein wahres Selbst hier nicht. Weil letztendlich kann sich dein Seelenpartner hier vor der wahren Liebe eben nicht verstecken. Ja, die möchte ja gelebt werden. Es ist ja euer Seelenweg, der sich ganz klar hier eben mit dem Bären zeigt und mit dem Liebesglück. Das jetzt auch zu erkennen, man kann sich hier nicht mehr verstecken, man kann nicht mehr weglaufen, ja, weil man hier schon in der Situation des ewigen Kreislaufs gefangen ist, ja, dass diese immer wiederkehrenden Sorgen, Ängste, Frustrationen, Manipulationen, Themen, die einfach nicht mehr stimmig sind, ja, die kommen ja immer mehr. Das ist ja nicht so, dass die Situation einfacher wird, sondern es wird ja immer gravierender. Das bekomme ich hier sehr stark, damit man sich das Ganze anschaut. Ich schaue einmal auf die zweite Woche, was möchte sich hier zeigen. Du bist der Tempel deines Körpers. Da bitte auch reinigen. Es ist ganz, ganz wichtig, auf deinen Körper zu achten. Körper, Geist und Seele, alles in Einklang zu bringen. Ja, und hier zeigt sich schon die Situation, dass jemand ein Herz aus Stein hat. Ja, hier ist jemand wie versteinert. Hier ist dieses Gefühl, hier ist Leere, hier ist alles tot, hier ist dieses einfach Nichtssagende, ja. Also hier hast du es mit jemandem zu tun,
dem es einfach auch gar nicht bewusst ist, was du ihm oder ihr sagst. Und ich bekomme hier mehrere Personen. Bekomme ich hier bewusst auf die Situation, was ich hier schon sagte mit der männlichen Person, dass du hier mit Personen zu tun hast, die sich dann mehr aus dem Narzisstischen zeigen. Ja, die hier rein auf sich schauen, die deren Gefühle, was du fühlst und sagst und was du gibst, dass ihm oder ihr das einfach egal ist. Ja, es ist die Gleichgültigkeit. Ich bekomme bewusst die Kälte und die Gleichgültigkeit. Ja, jemand hat hier keine Gefühle. Und jetzt schau bitte auf dich, ob sich das im Freundschaftlichen zeigt, ob sich das in deiner Partnerschaft zeigt, ob sich das bei deinem Seelenpartner, karmischen Partner, ähnliches zeigt. Ja, ich bekomme es bewusst als eine Person in deinem unmittelbaren Umfeld, wo es einfach egal ist, was du fühlst. Und deswegen solltest du hier ganz genau darauf achten. Es tut dir nicht gut. Es tut deinem Kind nicht gut. Es tut den Kindern nicht gut. Ja. Bei vielen bekomme ich das auch, die Situation, wo man hier eben auch mit so jemandem in einer Verbindung ist, ja, wo hier Kinder involviert sind. Also da ganz genau hinzuschauen. Und wir haben die Karte, dass man sich hier alleingelassen fühlt. Ja. Von dieser Person nicht beachtet, nicht wertgeschätzt, nicht anerkannt, im Beruflichen sowie in der Partnerschaft. All diese Dinge, die ich eben genannt habe, diese Person zeigt kein Gefühl. Also du bist mit dieser Person zusammen und hier spürst du aber einfach nur dieses Desinteresse, wenn du ihr etwas erzählst. Ja? Hier nimmt dich jemand auch nicht für ernst. Es interessiert ihn oder sie gar nicht. Und deshalb solltest du hier rein auf dich jetzt achten. Ja? Schau hier bitte auf dein Körperbewusstsein. Was tut dir jetzt nicht mehr gut? Du bist hier alleingelassen. Du stehst hier vielleicht alleine da. Auf einmal, das bekomme ich auch für den einen oder anderen. Aber es geschieht bewusst, damit du dir etwas anschaust. Damit du die Dinge siehst, was hier stattfindet. Und das hat hier sehr stark mit einer männlichen Person zu tun. Das, was sich hier schon gezeigt hat. Ja? Wir haben die Personenkarte, den Mann. Du brauchst nur einen kleinen Anstoß. Ja? Und hier ist die Situation, dass man hier mehr oder weniger in dieser Kälte lebt, ja, vielleicht auch groß geworden ist. Das ist bei jedem von euch unterschiedlich, bekomme ich hier verschiedene Themen auch. Vielleicht auch hier die Kindheit in den Verlust gegangen ist und man immer und immer wieder versucht, sich daran eben festzuhalten. Ja, das bekomme ich auch bewusst für Personen, die hier immer wieder den Rückblick haben. Ja, vielleicht mit in der Kindheit Kälte, Frustrationen, viel Leid und derartige Dinge erfahren mussten. Aber jetzt möchte etwas Neues beginnen. Jetzt darfst du dich um deine Träume, deine Wünsche kümmern. Ja, nicht mehr auf den Rückblick auf die Vergangenheit haben. Denn hier ist ja schon die Kälte. Es ist einfach kein Gefühl da. Jemand hat hier keine Emotionen, ja, hier ist die Emotionslosigkeit. Und des Weiteren haben wir hier, ich bin ein Magnet, der alles anzieht. Ja, und es kann sein, dass du hier immer und immer wieder die falschen Partner oder Partnerinnen anziehst. Ich bekomme stark für die männliche Person, dass du es mit so jemandem auch zu tun hast. Immer und immer wieder, wir haben ja hier die Situation, den immer wiederkehrenden Kreislauf, damit du dir diese Dinge anschaust. Also hier kann es für den einen oder anderen sein, dass hier eine Begegnung ist, wiederkehrend mit einer Person, was du eigentlich schon kennst. Ja, er oder sie ähnelt genau deinem Ex-Partner, Ex-Partnerin. Warum geschieht das? Ja, weil du bewusst die Themen aus der Vergangenheit noch nicht losgelassen hast. Wir haben hier schon die Situation gehabt, das Gesetz der Resonanz. Ja, du ziehst dir das an, wie du dich fühlst, wie du denkst, was du manifestierst. Und hier haben wir gleichzeitig auch das Magnet. Ja? Du bist mehr oder weniger ein Magnet für diese Person, für diese Personen. Das bekomme ich für eine Gruppe. Es kann aber auch sein, dass dein Gegenüber oder du dich in so einer Partnerschaft schon befindest, ja? Und dass du raus möchtest aus diesem Ganzen. Das Ganze kann sich auch im Beruflichen hier für dich zeigen. Also da schau bitte auf dich. Ja? Ich bin ein Magnet, der alles anzieht. Ausnahmslos beginnst du alles, woran du denkst, gewollt oder ungewollt, in deine Erfahrung einzuladen. Betrachte dich als Magneten, der die Essenz von allem anzieht, was du denkst und fühlst. Fühlst du dich etwa arm, kannst du keinen Wohlstand anziehen. Es widerspricht dem Gesetz der Anziehung. Es funktioniert nicht, meine Liebe. Ja, mein Lieber. Und so ist es mit allen Dingen. Ja,
Bist du in der Trauer? Bist du frustriert? All das, was ich hier schon sagte. Denn hier möchten Blockaden aufgelöst werden. Es ist jetzt wichtig, ja? Und diese sitzen tief, die sitzen hier, ja? Seit der Kindheit bei dem einen oder anderen. Und jetzt darfst du dich aber als Magnet für das Positive bereit machen. Und insbesondere hier in dieser Vollmondphase ziehst du Dinge an, die du dir unterbewusst gewünscht hast. Ja, die hast du dir gewünscht aufgrund der Unzufriedenheit. Ja? Und deswegen solltest du ganz genau darauf achten, was du anziehst. Ja? Der Vollmond ist nochmal sehr, sehr stark und magnetisierend. Deswegen habe ich ja das Wunschtuch einmal in meinem Shop, ja, was Wünsche beinhaltet. Genauso gut, wenn die abnehmende Mondphase ist, dass du dann dementsprechend die Dinge ablegen darfst, die dir eben nicht mehr dienlich sind. Und zu einer zunehmenden Vollmondphase, sprich im Vollmond, ja, diese Dinge dir intensiv wünscht, was auch wirklich in Erfüllung gehen soll. Und hier bekomme ich auch für den einen oder anderen, dass man sich beklagt, dass man sich sagt, ja, gerade was Wünsche beinhaltet, das bekomme ich hier sehr, sehr stark, dass man sich sagt, ich bin so allein, ich bin so traurig, ich bin nicht in der finanziellen Unabhängigkeit, ja. Aber in die bewusste Wunscherfüllung darfst du gehen, indem du dir sagst, du bist reich an finanziellen Fluss, du bist reich an Liebe, du bist reich an Gesundheit. Ja? Zieh es bitte in dein Leben, als wäre es schon da, auch wenn du es nicht bist. Ja? Aber es kann ja nur kommen, wenn du das Gefühl hast, wenn du im Inneren schon das Gefühl hast, dass du es bist. Ansonsten kann es ja nicht geschehen. Wie auch, wenn du diese Gedanken hast der Armut, des Alleinseins, der Traurigkeit, ja? Dann kannst du ja nur traurige Menschen in dein Leben ziehen und ebenfalls Menschen in dein Leben ziehen, die eben auch nicht in der finanziellen Unabhängigkeit sind, ja? Du ziehst es ja an. Automatisch umgibst du dich ja mit Personen, die dasselbe haben wie du. Und das sagte ich ja zu Anbeginn, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der wirklich gar nicht auf dich schaut, ja, aufgrund, dass der eine oder andere hier manipulierbar ist. Dass du das Ganze dir noch gar nicht aus einer anderen Perspektive angeschaut hast. Dir war es nie so bewusst, ja. Bube Raphael. Und wir haben 6 Michael. Erzengel Raphael ist hier bei dir. Sanft, liebevoll, träumerisch, offenes Herz. Öffne dich für die Liebe. Öffne dich, was kommen möchte. Öffne dich für das, was fließen darf. Und nicht für das, was nicht fließen darf. Ja, du blockierst das Ganze. Du sitzt mit dem Rücken hier zum Wasser. Ja? Du versteckst dich. Eine neue emotionale Situation, Botschaften im Hinblick auf Beziehungen oder gesellschaftliche Einladungen, wichtige intuitive Erkenntnisse und du kommst jetzt in dein Bewusstsein. Du wirst die Erkenntnisse jetzt bekommen, ja, dass du auch immer der Magnet warst für das, dass du es regelrecht immer angezogen hast, weil du die falschen Wünsche abgeschickt hast, weil dir es nicht bewusst war, wie du die Wünsche äußerst oder wie du das in dein Leben ziehst, was noch gar nicht da ist. Aber genau da liegt der Punkt, dass du immer damit arbeitest, als wäre es schon da, innerlich das Gefühl dafür zu bekommen. Ja? Du bist wundervoll, du bist reich, du bist intellektuell, du bist Liebe, du bist Vollkommenheit. Ja? Das ist wichtig. Hier möchten dich die Engel auch wachrütteln, ja, dass du es mitbekommst. Noch einmal mit der Karte Bube Raphael. Was zeigt sich hier? 6 Michael. Hier kommen stürmische Zeiten auf dich zu. Ja, das ist positiv sowie negativ. Das sagen schon die ersten 3 Karten, die hier gefallen sind, was ich eben alles sagte. Es ist das Licht am Ende des Tunnels, was du jetzt noch nicht sehen kannst, ja. Gönne dir einen tiefen Seufzer der Erleichterung. Und mache neue Pläne, einen Umzug oder eine Reise. Ja, also befreie dich jetzt von diesen ganzen Themen, all das, was ich eben genannt habe. Schau hier bewusst auf dich. Du bist der Tempel deines Körpers. Und vor allem mach dich hier bitte unabhängig von diesen Personen, ja, die dich hier immer nur alleine lassen. Ja, du hast immer so je welche angezogen. Du hast sie wie ein Magnet, ja, in dein Leben immer gezogen. Also mehr oder weniger ist der eine oder andere hier das Magnet dafür, ja.
dass du solche Menschen in dein Leben ziehst. Und letztendlich stehst du immer alleine da. Ja? Und bist frustriert. Bist wütend noch auf die andere Person. Nein, meine Liebe, mein Lieber. Ja? Das ist auch ein Thema, wo du loslassen darfst. Nicht wütend zu sein auf diese Personen, die dich vielleicht betrogen haben, belogen haben, hintergangen haben, verraten haben. Nein, schließe Frieden mit diesen Dingen, die geschehen sind. Denn ab jetzt möchtest du nur noch die Fülle anziehen. Ja? Wenn du dich mit Dingen beschäftigst, die du in der Vergangenheit mal in dein Leben gezogen hast, kannst du ja keine Veränderung sehen. Es funktioniert nicht, ja. Im Gegenteil, du ziehst dieselben Situationen und Personen erneut wieder in dein Leben, bis du im Begriff bist, das Ganze umzusetzen, daraus zu lernen. Wir haben hier den Brunnen, hier geht es um die Wunscherfüllung, ja. Jetzt durchzubrechen, auszubrechen. Ich bekomme hier die Gefühlsausbrüche, energetisch hier etwas Neues entstehen zu lassen. Aber das kannst du nicht mit dieser Person, was ich zu Anbeginn schon sagte. Ja, es kommt jetzt auf dich an, wie du hier schaust. Es möchte etwas stattfinden. Es kann sein, dass du dich auf Reise begeben möchtest. Es kann sein, dass du umziehen möchtest. Es kann sein, dass du den Beruf wechseln möchtest. Dass du aus deiner Partnerschaft raus möchtest. Ja, das bekomme ich hier auch sehr stark. Das liegt ja hier. Du möchtest in eine Veränderung. Und diese Veränderung wird stattfinden, wenn du deine ganzen Blockaden auflöst. Ja? Ich werde hier gleich noch zuzüglich eine Karte mit hinzubitten, was hier letztendlich auch geschieht bei dir. Dann haben wir hier die Partnerschaft, all das, was ich schon sagte. Du gehst hier in eine Veränderung, berufliche Veränderung, neue Partnerschaft. Du möchtest neu beginnen. Es kann sich hier im Freundschaftlichen auch etwas zeigen. Loslassen, ganz, ganz wichtig. Situationen, wo du immer dran festgehalten hast, was dir aber letztendlich deinen eigenen Ruin gebracht hat. Ja, das bekomme ich hier sehr stark. Lass es bitte los. Und wenn es noch so ein guter Freund ist, wenn es noch so eine gute Freundin ist, sei bereit, immer da zu sein. Sei bereit, immer zu helfen. Ja? Aber du kannst Menschen nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt helfen. Aber den Weg müssen sie alleine gehen. Und ich sehe hier eine Person, die lässt sich nicht helfen. Ja, er oder sie. Das heißt, du lässt dich hier mit runterziehen. Du leidest mit. Diese Person zieht dich emotional runter. Ja, und ich sehe es sogar hier in einer Partnerschaft. Es kann sich natürlich auch im Freundschaftlichen zeigen, all das, was ich schon sagte. Ja, das bekomme ich hier auch sehr stark. Es kann sein hier, dass das auch bei dir stattfindet, ja, dass du hier gewisse Dinge bemerkst, dass hier vielleicht im familiären Umfeld, dass hier jemand erkrankt, ja, oder im Freundschaftlichen bekomme hier schon eine ältere Person, so wie es dann eben hier auch liegt, was wir hier mit den guten Herren haben, was wir hier mit der Schlange haben. Und diese Person zeigt keine Anteilnahme, ja, du merkst es, da ist einfach gar nichts, ja, und spätestens dann sollte dir bewusst werden, was ist das hier eigentlich, du stehst ja immer alleine da, noch einmal mit der Karte, du bist ja immer alleine, man lässt dich hier immer alleine, egal ob du krank bist, egal ob du Sorge hast, ob du Probleme hast, ja, diese Person ist einfach nicht für dich da, warum, weil er oder sie nicht anders kann, aber du darfst der Situation vergeben, du darfst in die Vergebung gehen, es ist eine Lernaufgabe, ja. Diese Person weiß es nicht besser, meine Liebe, mein Lieber. Ja? Es bringt nichts, auf diese Person wütend zu sein. Denn du hast es ja mehr oder weniger angezogen, in dein Leben gezogen. Auch wenn diese Person sich in deiner Familie befindet, ja, ist eine Situation, was du dir bewusst anschauen darfst, womit du gespiegelt wirst. Auch diese Themen, davon kannst du dich befreien. Es steht dir frei, du bist unabhängig. Ja? Jeder Mensch hat das Recht auf ein freies Leben. Was ich hier schon sagte, dass eben hier eine Krankheit hier sein kann, was sich dann im Freundschaftlichen zeigt, in andere Szenarien, die ich sagte, dass dein Gegenüber hier auch Schwierigkeiten hatte, ja, dass hier Dinge geschehen sind, wovon du gar nichts weißt, ja, aber dennoch ist hier klar das Liebesglück auch gegeben. Also es kommt jetzt wirklich darauf an, wie du hier eben auch schaust. Wir haben hier den Neuanfang, wir haben hier auch eine Situation, die so geschrieben ist, schicksalhaft, ja, darfst du hier jetzt etwas beenden, um in den Neuanfang zu gehen. Und hier sehe ich auch ganz klar die karmische Situation. Hier ist etwas, wo du karmisch mit in Verbindung bist, was du regelrecht in dein Leben gezogen hast, ja. Und ich würde dir hier gern etwas Besseres natürlich sagen, aber die Karten liegen hier nicht so günstig, meine Liebe, mein Lieber. Ja, es ist wichtig, diese Dinge jetzt für sich ein für alle Mal zu transformieren und zum Abschluss zu bringen.
Dann zeigt sich hier nochmal die Situation, hier möchte etwas beendet werden. Hier zeigt sich die Isolation in der Partnerschaft, die Befangenheit, Frustration, Ärger, ja immer wiederkehrende Dinge, die eigentlich immer wieder stattfinden. Das, was ich hier schon sagte, es möchte jetzt beendet werden. Es ist an der Zeit, das Ganze öffentlich zu machen und darum geht es. Und das wird dein Gegenüber auch. Ja, es liegt ja hier. Weil er oder sie einfach nicht mehr kann. Ich bekomme es bewusst hier für die männliche Person. Ja? Wir haben hier die männliche Person, wir haben die Rechtsbelehrung und wir haben den Anker und wir haben das Haus. Heißt ganz klar, dass das Ende hier vorherzusehen ist, dass man rausgeht, dass man hier sowieso nur gefangen ist in dieser Partnerschaft, dass man hier bereit ist, in sein Liebesglück jetzt zu gehen. Ja? Also hier zeigt sich schon eine starke Seelenverbindung. Dann haben wir hier, es geht hier noch um Sicherheiten. Das kann jetzt hier eine gemeinsame Firma sein, das kann ein gemeinsames Haus sein, gemeinsame Wohnung sein. Hier geht es um die Aufteilung. Ja? Hier wird aufgeteilt, es geht um Sorgerechtsthemen, hier werden gewisse Dinge besprochen und hier hat man auch Angst, das kann hier auch sein, dass hier Personen eben Mitspracherecht haben, das bekomme ich auch für den einen oder anderen, wir haben hier die Situation, die beunruhigende Nachricht und dass hier jemand auch damit droht, ja, dass man hier das Kind eben nicht mehr sieht oder ähnliches, das bekomme ich hier leider auch, was es leider viel zu oft gibt, ja. Aber hier kommt jemand in seine Stabilität. Ich sehe hier auch die berufliche Reise, ja, dass man hier beruflich auf Reisen geht, dass man hier erstmal für sich auch sein Leben ordnen muss. Ich schaue hier jetzt nochmal auf den Ausgang, was euch beinhaltet. Wie geht es in eurer Seelenpartnerschaft aus? Noch einmal. Hier haben wir dann drei Karten für dich. Was zeigt sich hier? Du wirst absoluten Erfolg haben. Hier geht es noch um etwas Geduld, meine Liebe, mein Lieber. Wir haben Glaube daran, das Göttliche, das Universum ist bei dir. Ja? Habe bitte Vertrauen, es wird eine Veränderung stattfinden. Und wir haben den Erfolg. Erfolg auf ganzer Linie. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem das Vertrauen, ja, dass dein Seelenweg geebnet ist, dass du hier in dein absolutes Liebesglück gehen wirst. Alles, alles Liebe für dich, fühl dich umarmt. Bis dahin.